Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mitzubuls TV. Wir sind auf dem Weg nach Thüringen zum Abgrillen. Und das hier ist ja eigentlich schon der zweite Teil des Roadtrips. Im ersten Teil waren wir auf dem Weg Richtung Thüringen noch in Renneroth bei der Retrobörse. Das interessiert euch wahrscheinlich nicht so. Wenn es doch interessiert, hier oben oder da oben, irgendwo hier oben, blende ich den Link dazu ein. Ja, und jetzt, bevor wir zum Abgrillen fahren, geht es jetzt noch zum Peppi. Der Peppi hat nämlich ein neues Fahrzeug gekauft. Und dieses neue Auto ist der absolute Knüller. Wirklich. Um die Spannung ein bisschen aufrechtzuerhalten. Ach, ist ja Quatsch, ne? Ihr habt ja im Vorschaubild eh schon gesehen, um was für ein Auto es sich handelt. Es ist ein Colt, das ist richtig. Aber es ist halt nicht nur ein einfacher Colt, es ist ein Colt mit Turbo. Und nicht, dass das schon geil genug wäre, es ist auch noch ein Colt mit Turbo und Allrad. Und das noch ab Werk. Wir sprechen hier von einem C83. Also, hört sabbern auf und guckt zu. Jetzt dreht er durch. Weißt du, wie das auf Jugenddeutsch heißt? Aber kann man nicht Leute filmen, obwohl ihr das gar nicht wollt. Das ist klasse. Weißt du, wie das Ding auf Jugenddeutsch heißt? Wie denn? Geht doch mal. Ja. Assi-Antenne. Mal gucken, was ich da empfange in der Asiantenne. Sag mal, Peppi, habe ich das Bild aus Versehen vom Hochladen gedreht oder ist der wirklich falsch rum? Nee, ach so. Der ist wirklich falsch. Ich glaube, der ist wirklich falsch rum, ne? Tatsächlich. Gibt einen ganz einfachen Trick, um das zu testen. Wenn das Zündschloss auf der Seite der Türe ist, dann ist irgendwas geil, oder? Ich glaube schon. Natürlich nur die Frage, warum hat der so wenig Stauraum?